Also, hallo an alle, die hier heute zuschauen, heute Nachmittag. Ich bin Linus Neute von Fridays for Future Ostseite. Ich selbst bin aus Münz. Und mit mir zusammen moderieren heute die Leni Glöckler und der Steffen Dürr. Schön, dass ihr alle da seid. Auch schön, dass die KandidatInnen die Zeit gefunden haben, heute mit uns den KandidatInnen-Check zu machen. Zuerst eine ganz kurze Frage an die Kandidierenden. Wir haben es gestern beim Check für allen so gemacht, dass wir uns leider gegenseitig geduzt haben. Wenn da jemand heute Abend was dagegen haben sollte, dann ist da jetzt die Zeit, ein Veto einzulegen. Aber es war gestern eine ganz schöne Atmosphäre so. Dann noch kurze Punkte zum Organisatorischen am Anfang. Wir haben für die einzelnen Fragen eine Reihenfolge festgelegt, dass jeder nicht immer beginnt und auch nicht immer die Letzte sein muss. Das wird dann vor jeder Frage geklärt. Und wir haben uns ausgedacht, also jeder von euch hat zur Beantwortung der Fragen 3 Minuten Zeit. Von den Ja-Nein-Fragen natürlich abgesehen. Und wir schreiben auf, wer wie viel redet und wer am Ende am meisten Redezeit übrig hat, der bekommt 1 Minute extra zur Selbstprofilierung, dass wir einfach einen kleinen Anreiz haben, dass die 3 Minuten nicht ausgeschöpft werden für noch irgendwelche anderen Inhalte, die nicht was mit der Frage zu tun haben. Dann ist es so, bei den Ja-Nein-Fragen, Zettel natürlich grün heißt Ja, rot heißt Nein. Und dafür übergebe ich jetzt schon gleich an die Leni. Ich bin noch gemutet, genau. Wir fangen gleich mal mit 2 Ja-Nein-Fragen an. Und Linus hat das Prinzip ja gerade zum Glück schon erklärt. Und meine erste Frage wäre, seid ihr mit dem momentanen Kohleausstiegsziel Deutschlands, also 2038, einverstanden? Also wenn nicht, dann bitte rot. Und wenn schon, dann die grüne Karte bitte. Okay, dann würde ich jetzt mal weitermachen mit der zweiten Frage. Und das ist, sollten Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ab sofort Muss-Kriterien bei allen kommunalen Entscheidungen sein? Okay, wenn die 2 Fragen dann beantwortet sind, dann würde ich jetzt gleich mal zur ersten offenen Frage kommen. Und das war nämlich die Frage, wie ihr es schaffen wollt, den ÖPNV im Ostalbkreis attraktiver zu machen und ganz konkret, wie viel Geld ihr da ungefähr für ausgeben wollt. Und dann würde ich doch mal den Martin bitten, anzufangen. So, jetzt, genau. Nee, wollten wir nicht vielleicht erstmal auch eine kleine Selbstvorstellung zur Runde machen mit allen, damit wir uns einfach mal kurz kennenlernen oder wollen wir gleich in die Sachfragen eingehen? Okay. Nein, das war mein Fehler. Bin ich aus Versehen übergangen. Natürlich, kurze Vorstellungsrunde für jeden. Da habt ihr 1 Minute Zeit, wie ihr seid, wie ihr heißt, wo ihr herkommt, welche Partei, was euer liebstes Anliegen ist, natürlich. Mir leid, 1 Minute für jeden. Ich gehe euch einfach mal der Reihe nach durch, so wie bei mir in der Galerie an sich auftaucht. Und da beginnt der Jan. Ich, oder? Jetzt hört man dich, ja. Ja, okay. Ich habe es noch verstanden, Jakob. Ja, Jakob Unrath, 36 Jahre alt. Ich wohne in schönen Möglingen, kandidiere für die SPD. Und bin in Möcklingen Gemeinderat für die SPD natürlich irgendwie selbstverständlich immer im Einsatz, im Ehrenamt und eben über mein politisches Engagement in meiner Partei. Und ich freue mich, dass Fridays for Futures, dass ihr das jetzt heute hier organisiert habt und dass wir da ins Gespräch kommen. Ja, und ich muss die volle Minute auch nicht ausnutzen. Ich denke, bei den Fragen werden wir auch noch irgendwo in eine Art Diskussion eintauchen können und dann kommen das heute hin. Gut, danke dir. Dann als nächstes die Martina. Ja, hallo, ich bin Martina Häusler. Ich bin die Kandidatin der Grünen im Wahlkreis 25. Ich bin 56 Jahre alt, bin seit 2019 Kreisrätin im Ostalbkreis bei Bündnis 90 Die Grünen.
und auch noch engagiert in verschiedenen anderen Gremien und Vereinen. Für mich ist der Schutz unserer Umwelt und damit auch der Klima- und der Artenschutz, die steht für mich immer an erster Stelle. Und es passt auch zu der Frage, die ihr vorher gestellt habt, muss alles, jedes politische Handeln bestimmen und allen Investitionen angeboten und Maßnahmen innewohnen. Wichtig ist mir hierbei, dass wir zusammen schaffen, dass man es nicht aus dem Blickwinkel des Verzichts, sondern des Zugewinns sieht. Danke. So, dann der Christian. So, ja, hallo, ich bin der Christian Zeeb, Kandidat für die Linken hier im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd. Ich bin 27 Jahre alt, von Beruf bin ich Kaufmann im großen Außenhandel und genau, ich bin jetzt, was vor allem was meine Schwerpunktthemen sind hier in dem Wahlkampf, das sind Wohnungspolitik, dann habe ich noch hier die Bildungspolitik sehr im Fokus, aber vor allem auch die Klimapolitik, weil hier müssen wir auf jeden Fall ganz groß ansetzen. Wir müssen jetzt gerade für die kommenden Generationen müssen wir sehr, sehr viel machen und jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Und da dürfen wir keine Kompromisse machen. Hier müssen wir wirklich ansetzen, sodass wir schauen können, dass die Zukunft für uns alle besser wird. Ich habe aktuell noch kein politisches Amt. Allerdings arbeite ich sehr, sehr eng mit unseren Kreisräten und auch den Gemeinderäten in Schwäbisch Gmünd zusammen. Und da haben wir schon sehr, sehr viel erreichen können. Und ich denke, das können wir auf Landesebene dann noch weiterführen. Dankeschön. Perfekt, in der Zeit. Kurzer Hinweis natürlich an euch alle, dass wenn ihr jetzt arg überzieht, wir uns vornehmen, euch dann stumm zu schalten. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Und jetzt noch zu guter Letzt der Martin. Ich glaube, du musst dich noch freischalten, das will ich hören. Klar. So, jetzt Martin Rust, Klimaliste, bin 49 Jahre alt, ich bin Informatiker. Ich habe Familie, ich wohne seit 2003 in Lorch und damit im Ostalbkreis, vorher in verschiedenen anderen Orten in Baden-Württemberg. Ich bin Politikneuling, ich war also in keiner Partei, habe kein politisches Amt angestrebt oder inne gehabt. Aber ich habe schon seit den 90er Jahren die Umweltkrise und die Klimakrise ernst genommen und versucht, durch meine persönlichen Entscheidungen bei mir selber anzufangen, was Mobilität, Strom, Konsum, Ernährung angeht. Einerseits, um auszuprobieren, was so an Möglichkeiten gibt, auch um ein bisschen Vorbild zu sein. Habe auch gemerkt, es wirkt ein bisschen auf das Umfeld. Aber ich habe gemerkt, ja, mit der Politik, die geht halt nicht in die Richtung, die oder geht in die Richtung, aber die geht nicht so weit, wie es nötig ist, konsequent genug gegen die Klima- und Umweltkrise. Der Höhepunkt, den ich erlebt habe, war dann Mitte 2000. So, da hat der Timer zugeschlagen. Ich glaube, ein paar Sekunden war am Anfang noch wegen dem Stummschalten im Plus-Konto, aber ich glaube, die waren auch vorbei. So, dann mein Fehler, dass wir das jetzt erst gemacht haben, aber jetzt an Lady. Genau, dann wiederhole ich die letzte Frage am besten nochmal. Und das war, wie wollt ihr es schaffen, den ÖPNV im Ostalbkreis attraktiver zu machen? Und ganz konkret, wie viel Geld wollt ihr dafür ausgeben? Und genau, da übergebe ich als erstes an den Martin. Und du bist noch stumm, tut mir leid. Also ich habe bis zum Beginn der Corona-Krise täglich die Rennbahn benutzt. Die Rennbahn oder die Eisenbahn allgemein ist natürlich das Rückgrat des ÖPNV, die besser werden kann von den Startschwierigkeiten, die der neue Betreiber da hatte, natürlich mal abgesehen. Gibt es da auch an der Infrastruktur Möglichkeiten und Bedarf da was zu optimieren, also auf den vorhandenen Gleisen die Kapazität, die Zuverlässigkeit erhöhen, zusätzliche Signale, zusätzliche Weichen. Es war, als der Metropolexpress mit dem neuen Betreiber aufgenommen wurde, da war ja in der Diskussion zwei neue Haltepunkte, weil die neuen Züge so spurtstark sind und da hieß es ursprünglich ein neuer Haltepunkt in Aalen, ein neuer in Gmünd. Aalen ist in die Gänge
gekommen, wie wir sehen, mit dem Haltepunkt 1 West, auch wenn das jetzt länger dauern, in Gmünd ist überhaupt nicht passiert. Da könnte man doch durchaus tätig werden, ob man jetzt in Russenhofen den Haltepunkt reaktiviert oder in Gmünd Ost einen neuen Haltepunkt einrichtet. Ja, nächste Ebene darunter sind Buslinien. Diese Expressbuslinie Lorch-Göpping, diese X93 ist, finde ich, ein gutes Modell. Da hat man WLAN, da hat man USB-Buchsen und ist tariflich inzwischen alles super integriert. Sowas könnte Vorbild sein für weitere Strecken, zum Beispiel von Gmünd nach Geildorf über Mutlang und Gschwendt, das sind ja auch alles wichtige Städte in unserem Wahlkreis, oder Heubach über Möcklingen mit Abgmünd verbinden. Und ja, letztlich die dritte wichtige Ebene im ÖPNV, da muss man einfach Neuland gehen, neue Technologien nutzen, was jetzt zum Beispiel auch gerade bei uns in Lorch gerade gemacht wird, ein Rufbussystem wird eingerichtet, weil damit halt einerseits die übergeordneten, überörtlichen Busse schnell fahren können, andererseits man aber auch Flexibilität auf den kleinen Dörfern hat, dass man on-demand Busse bieten kann. Da gibt es das Modell in Bayern, im Landkreis Hof, dem Hofer Landbus, wo man per App alles dynamisch sich den Bus buchen kann, und dieses Modell muss man verfolgen und schauen, ob man sowas auch hier bei uns implementieren kann. Konkret, wie viel Geld? Ich weiß, der gesamte Verkehrshaushalt von Baden-Württemberg ist 2,4 Milliarden Euro. Der größte Teil davon, der muss in den ÖPNV stecken und gesteckt werden, nicht wie bisher in den Straßenbau. Jo. Okay, dankeschön. Das waren jetzt ziemlich genau 3 Minuten. Dann würde ich doch als nächsten den Christian bitten mit seinem Statement. So, der ÖPNV im Osthalbkreis. Ich selber komme aus Ruppertshofen, also wirklich aus der Peripherie, und muss sagen, die Anbindung der Gemeinden aus der Peripherie, das ist eine einzige Katastrophe, muss man wirklich so sagen. Also wenn man sich jetzt so überlegt, wenn ich jetzt beispielsweise in Ruppertshofen wohne, ich würde jetzt in Spreitbach arbeiten, müsste ich ungefähr 1,5 Stunden mit dem Bus fahren, um die 5 Kilometer von Ruppertshofen nach Spreitbach zu kommen. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen auch eine Verbindung zwischen den Kommunen, zwischen den einzelnen Gemeinden. Das heißt, dass man dann quasi eine Ringlinie bildet beispielsweise, die dann auch verschiedene Linien miteinander verbindet, sodass wir auch hier die Leute ansprechen können und das den ÖPNV für die Leute attraktiver macht. Weil jetzt brauche ich entweder 1,5 Stunden mit dem Bus oder 5 Minuten mit dem Auto. Und das ist halt wirklich, der Zeitfaktor spielt hier eine ganz, ganz große Rolle bei vielen. Und da müssen wir auf jeden Fall ansetzen, um das attraktiver zu machen. Auch die Taktung, die muss sehr, sehr viel besser werden. Ich kann hier von hier aus jede Stunde mal kann ich nach Gmünd fahren und jede Stunde wieder zurück. Das ist einfach, da ist man nicht flexibel genug, um Termine wahrzunehmen und so weiter und so fort. Also da müssen wir wirklich angreifen, da muss das wirklich viel gemacht werden. Dann das Nächste, was auch ein ganz großes Ziel der Linken ist, der gesamte ÖPNV muss langfristig kostenfrei werden. Das heißt, wir können jetzt auch hier beispielsweise, es gibt auch Zwischenschritte, wie im Oststadtkreis, was ich eine sehr gute Sache finde, dass jetzt auch dieses 365-Euro-Ticket kommt, sodass man quasi pro Tag 1 Euro zahlt für sein Busticket, Bahnticket, je nachdem, dass man hier auch ansetzt und dann wirklich sagt, wir müssen den auch finanziell diesen ÖPNV so weit attraktiv machen, dass es sich für die Leute nicht mehr lohnt, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Weil momentan ist es leider noch so. Wenn ich jetzt von, wie gesagt, wieder von Ruppertshofen nach Gmünd fahre, ich zahle jetzt im Moment über 3 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau, waren es 3,20, 3,30, 3,40, irgendwie sowas um den Dreh. So, das fahre ich hin und wieder zurück. Da bin ich mit einem einigermaßen sparsamen Auto, wenn ich alles reinrechne, bin ich da tatsächlich auch günstiger unterwegs. Und da denke ich mal, da müssen wir auch die Attraktivität so weit steigern, um das alle auch finanziell
dementsprechend hier die Attraktivität zu starten, also das Ganze attraktiver zu machen. Und da muss man wirklich da hier ansetzen, und da gilt es auch, Geld in die Hand zu nehmen. Jetzt pauschal kann man es meiner Meinung nach auch im Moment nicht sagen, deswegen sage ich jetzt mal, wir müssen genug Geld in die Hand nehmen und ausreichend Geld in die Hand nehmen. Okay, perfekt. Vielen Dank. Das waren auch wieder ziemlich genau 3 Minuten. Und dann als nächstes würde ich doch bitten, die Martina Häusler, die Statement vorträgt. Der Kreistag des Ostalbkreises hat 2019 mit dem Slogan Mobilität neu denken geendet. Besonders im ländlichen Raum ist es aber wichtig, dass wir neue Ansätze und Ideen geben. Der Herr Zeeb hat es gerade gesagt, was es so eine Odyssee letztendlich ist, von Rupertshof nach Spreitbach zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dazu gehört dann auch für mich so eine einheitliche Mobilitäts-App, damit man auch verschiedene Lösungen, die man anbietet, verschiedene Möglichkeiten auch miteinander verbindet. Gute Mobilität im ländlichen Raum wird aber auf absehbare Zeit nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich sein. Die Herausforderung liegt schon darin, ein Netz von Knotenpunkten zu schaffen, an denen man bequem und barrierefrei umsteigen kann. Damit uns das gelingt im Ostalbkreis, möchte ich die Einführung eines Mobilitätspasses und dieser dann unterstützt durchs Verkehrsministerium, der unterstützt Vorreiter. Da will ich auch, dass wir im Ostalbkreis Vorreiter sind. Dieses flexible Instrument sehe ich als die Möglichkeit, wenn wir es vor Ort gemeinsam auch planen. Unser Ziel ist die Verdoppelung des öffentlichen Personennahverkehrs bis 2030. Was die Finanzierung angeht, unterstütze ich oder wir die Forderung der Allianz Mobilitätswende Baden-Württemberg, die sagen, wir brauchen 1 Milliarde mehr für den Umweltverbund. Am Anfang ging es mir auch so, dass ich dachte, ups, 1 Milliarde, wie sollen wir das auch umsetzen? Aber wenn man es runterbricht, sind es 100 Euro pro Person und Jahr. Soweit von mir. Sehr cool, vielen Dank. Dann wäre jetzt als letztes noch der Jakob dran. Ja, man muss die Milliarde dann auch in die Hand nehmen. Das hätte die grüne Landesregierung, die geführte, natürlich jetzt schon mal machen können. Ich traue mich nicht am Ende des Tages zu sagen, seriös, wie genau, wie viel man dafür in die Hand nehmen muss, das ist klar. Es muss sehr viel Geld sein. Das Land muss massive Investitionen fahren, um Verzahnung und Vertaktung einfach zu erhöhen, damit mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Und wir als SPD, ich glaube, da geht es um die Attraktivität des ÖPNV. Wir sagen, wir wollen das mit diesem 365-Euro-Ticket im ganzen Land, also für 1 Euro am Tag Bus und Bahn fahren. Ich denke, wir müssen auch ran, das kennen wir im Ostalbkreis auch, an diese 22 Verkehrsverbünde im Land. Das ist ein großer Flickenteppich, das ist kompliziert, erzählen auch, kann man aus eigener Erfahrung, wenn man ein Ticket löst, stellt es dann immer einen auch vor Herausforderungen. Und die müssen wir schrittweise reduzieren. Ich denke auch, wir müssen, wenn wir konkret in unseren Kreis schauen, den Bahnhalt in Essingen uns anschauen. Der Kollege hat es gesagt, den Gmünd. Wir müssen schauen, dass mehr Waggons auf die Schiene kommen. Die Elektrifizierung auf der Brenzbahn ist jetzt nicht bei uns im Wahlkreis, aber gehört zu so einem Gesamtprogramm dazu. Das müssen wir vorantreiben. Aber auch zum ÖPNV gehört, dass wir das Bahnhofsanierungsprogramm im Land endlich mal richtig ausstatten. Wenn man das jetzige der Landesregierung nimmt, dann dauert es noch 100 Jahre, bis wir mal da alle Bahnhöfe wirklich barrierefrei und attraktiv gestalten können. Und wir müssen auch Ideen offen sein für diese Zugverbindungen zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd. Das, glaube ich, auch gehört dazu. Da darf man sich nicht gleich verschließen, sondern da muss man eben, das gehört zum Mut, wenn wir Mobilität neu denken, genau solche Ansätze auch dazu. Und was mir auch, was die SPD fordert, ist, dass wir unsere Landkreise, Kommunen auch ein bisschen ausrüsten und die Frage der Finanzierung auch dann was geben, in die Hand geben. Und es wäre eine Nahverkehrsabgabe, die genutzt werden kann, um genau diese Attraktivität im ÖPNV
zu erhöhen. Wir als SPD wollen auch eine Mobilitätsgarantie in Dörfern und kleinen Städten zwischen 5 und 24 Uhr. Das würde eben gerade den ländlichen Raum, der angesprochen wurde, Bartholomäe, Rupertshofen und so weiter, da werden wir eine Garantie aussprechen und das muss dann auch umgesetzt werden. Das kann das Land machen. Und im Ziel sind wir uns auf jeden Fall einig. Das denke ich auch. Es muss gelingen, die Personenanzahl im ÖPNV in die nächsten 10 Jahre zu verdoppeln. Martina Häusler hat es richtig gesagt. Gut, dann danke an alle KandidatInnen. Ja, sorry, Leni. Die nächste Frage knüpft da eigentlich direkt an und geht noch weiter darüber hinaus. Und zwar, was kann man konkret im Ostalbkreis und in Baden-Württemberg ändern, um mehr für den Klimaschutz zu erreichen? Jetzt haben wir eine andere Reihenfolge, dass es fair ist. Und da gebe ich das Wort zuerst an den Christian. So, ja, also da auf jeden Fall auch nochmal als Beispiel zu nennen, das sind so kleine Sachen wie jetzt gerade hier auch den ÖPNV attraktiver zu gestalten mit einem 365-Euro-Ticket etc. Dann, was auch noch ein ganz großes Problem ist, wir haben also der Radwegausbau ist im Ostalbkreis, das geht leider viel zu schleppend voran. Zum Beispiel, wenn ich mich persönlich, ich arbeite in Alfdorf, das heißt, ich könnte eigentlich mit dem Fahrrad jeden Tag von Rupertshofen nach Alfdorf fahren, den Buckel, den könnte ich auch mit dem E-Bike dann schaffen. und da aber ist das Problem, dass es da keine Radanbindung gibt. Ich merke das jeden Tag. Also es sind auch, wenn es jetzt wärmer wird, sind auch viele mit dem Rad unterwegs. Allerdings ist das eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Gerade wenn man jetzt die Steigung wieder hochfährt, da merkt man es ganz arg. Das ist fast lebensgefährlich teilweise, da mit dem Fahrrad zu fahren. Und da ist es wirklich für mich ein ganz großes Thema, dass man hier auch die Fahrrad-Schnellstraßen schafft, dass man hier dann wirklich schauen kann, dass man auch das Rad an sich attraktiver gestalten kann. Dann, was für mich auch eine schnelle und einfache Lösung wäre, wenn man zum Beispiel kommunale oder auch hier Immobilien vom beziehungsweise Gebäude vom Kreis, deren Dächer jetzt noch ungenutzt sind, wenn man die beispielsweise mit Photovoltaik oder Solaranlagen ausstattet, oder auch dann diese Gebäude, die ja teilweise auch schon sehr in die Jahre gekommen sind, dass man die auch energetisch ein bisschen saniert, sodass man da auch ein bisschen schauen kann, dass wir da auch ein bisschen Energie einsparen können. Was heißt ein bisschen? Wir müssen sehr viel Energie einsparen. Und auch natürlich müssen wir auch im Kreis dann schauen, dass wir auch wirklich auf erneuerbare Energien setzen. Und dass wir auch ein paar beispielsweise dezentrale Speicherpunkte vielleicht auch erstellen können, sodass man dann dementsprechend auch dann die Energie nutzen kann, die wir erneuerbar herstellen. Genauso ist es dann hier nötig, eine Beratungsstelle zu schaffen für Landwirte und auch Unternehmen, wo man dann auch Know-how zur Verfügung stellen kann, wie man Umweltschutz auch in landwirtschaftlichen Betrieben und auch in anderen Unternehmen, wie man das dann praktikabel umsetzen kann. Das ist, denke ich mal, eine sehr gute Sache und da müssen wir auch ansetzen. Da denke ich mal, das sind so ein paar Punkte, so die man wirklich schnell und einfach umsetzen kann und da die auch noch nicht mal allzu viel Geld kosten, weil hier einen Schutzstreifen für ein Fahrrad einzurichten, das kann sich der Kreis, glaube ich, wirklich leisten. Und da kann man auch als Land dann natürlich auch sehr dementsprechend hier Gelder zur Verfügung stellen. Danke dir, fast perfekt in der Zeit. Und ich übergebe das Wort an Martina. Den ÖPNV hatten wir ja vorher schon. Und ich gehe jetzt auf dieses Thema Pflicht für Photovoltaikanlagen auf neue Wohngebäude ausdehnen. Bislang gilt es ja nur für Nicht-Wohngebäude. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht in diesem Bereich. Wir werden für die Pflicht auf Bestandsgebäude diese Pflicht ausweiten, wenn eine grundlegende Dachsanierung ansteht. Wir wollen Flächen an Landes- und Bundesstraßen sowie Autobahnen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen nutzen, auch an Lärmschutzwänden. Wir werden gezielt fördern, dass die Abwärme von Rechenzentren genutzt werden, um auch die Digitalisierung klimafreundlich zu machen. Und wenn neue Wohngebiete, ja auch immer Dinge, die im Ostalbkreis möglich sind, wenn neue Wohngebiete gebaut werden, dann sollen diese klimaneutral sein. Dazu werden die Förderprogramme auch so gestaltet,
dass sie einem Klimacheck unterzogen werden, um klimaschädliche Förderungen zu vermeiden. Wir werden eine Klimaschutzverwaltung auf allen drei Verwaltungsebenen aufbauen, auf Landesebene, in den Regierungspräsidien und in den Landkreisen. Wir werden den Fuhrpark des Landes und da auch den Fuhrpark des Ostalbkreises auf emissionsfreie Antriebe umstellen. Und wir werden weiterhin in der Verkehrswende, wir haben es jetzt auch schon mal gehört, auf die Schiene setzen, und zwar die Schiene auch für den Güterverkehr. Es gibt immer mehr Unternehmen, die dies auch schon von uns fordern und die sagen, wir müssen mehr in diesem Bereich tun, weil sie würden die Schiene nehmen, wenn es die Schiene in der Form gäbe. Soweit von mir. Danke. Und jetzt das Wort an Jakob. Du müsstest dich noch freischalten, wenn man dich hört. So, sorry. Ja, genau. Mich. Also es ist eine existenzielle Krise, vor der wir stehen. Und genau deswegen muss sich der Ostalbkreis auch selbst damit beschäftigen und nicht nur irgendwo anders hinschauen. Und das, was man zunächst machen kann, ist, dass man sich selbst das Ziel setzt, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Und weiter muss man dann hinzufügen, dass das CO2-Budget, das mal berechnet werden muss, dass das als Orientierungsgröße dann für Klimaschutz im Ostalbkreis konkret verwendet wird. Wir müssen uns bei uns hier die Bereiche Verkehr, Stromerzeugung vornehmen. Und dann ist das mit konkreten Maßnahmen anzupacken. Die wurden jetzt angesprochen. Das ist natürlich ÖPNV, massiver Ausbau der Schiene. Das sind Investitionen, da darf man auch Schulden dann machen an dieser Stelle. Aber auch ganz konkret für den Kreis, Photovoltaik muss auf die Dächern, Kreisliegenschaften, energetische Sanierung der Kreisgebäude und. Straßenprojekte, ich glaube, das muss man dann auch mal sagen, dass wir da ein bisschen zu einer anderen Priorisierung kommen müssen. Das muss mehr in den Schienenausbau und ÖPNV gehen. Und auch ich glaube, dass die Beratung und auch so Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, da muss man auch was tun. Da braucht es am Landratsamt Stellen, wo man sich hinwenden kann, auch gerade wenn man im Bereich Wärme was machen will, dass man da auch kompetente Beratung vorfindet. Und ich denke weiterhin, wenn wir uns im Bereich Verkehrssektor uns dann bewegen, Klimaneutralität, ist es wichtig, und das kann das Land auch übrigens vorschreiben, dass man einen Mobilitätsplan sich selber gibt, der auch festschreibt, welche Emissionsziele wir dann hier im Verkehrssektor dann erreichen wollen. Und wir können bei den Erneuerbaren neben Photovoltaik auch noch bei der Windkraft schauen, was da geht bei uns in der Region. Wir haben hier auf der Ostalb eine hohe Windhöfigkeit und da kann man Beiträge leisten, übrigens auch mit Blick auf Forschung und Entwicklung, was das Thema grüner Wasserstoff angeht, der ja auch Arbeitsplätze hier sichert, weil wir von der Transformation an der Stelle auch betroffen sind. Und dass wir eben da auf jeden Fall viel schneller als in der Vergangenheit vorankommen müssen, ich glaube, das steht außer Frage. Wir haben da sehr viel Zeit verloren, gerade die letzten 5 Jahre. Und dass das die Landkreise ausgleichen müssen, immer mehr und sich selber was einfallen lassen müssen, das tut weh. Aber da kommen wir jetzt nicht drum rum. Das muss man auch hier ganz konkret anpacken. So, jetzt. 10 Sekunden gehen auf dein Punktekonto und zuletzt mit Gewicht an Martin. Jetzt bin ich entstummt. Also Verkehrssektor, der Verkehrssektor besteht jetzt natürlich aus mehr als nur dem ÖPNV, sondern auch Fahrrad und zu Fuß gehen, was man da tun kann, um hier lokal klimafreundlicher zu werden. Radverkehr wurde generell zu sehr vernachlässigt und dieses Konzept der Schutzstreifen, das sehe ich skeptisch, also dass man da auf einer normalen Pkw-Fahrbahn da noch so einen Teil der existierenden Fahrbahn da so abmarkiert,
und sagt, ja, da könnt ihr radeln. Und weil eben einfach zu viele Menschen sich da trotzdem unter Druck fühlen von dem Pkw-Verkehr und dann einfach nicht Fahrrad fahren, einfach Angst haben. Ich habe das auch selber, wenn ich gelegentlich mal in der Autofahrerperspektive bin, dann fühle ich mich da auch im Überholzwang. Stellst, wenn hinter mir der nächste Autofahrer ist und da verliere ich dann auch die Coolness und deshalb brauchen wir eine getrennte Radwegeinfrastruktur, Fahrradschnellwege, also im ganzen Land wollen wir die Klimaliste bis 2025 neue Radschnellwege in Betrieb nehmen, also so wie es jetzt zum Beispiel von Stuttgart nach Fellbach nach Schorndorf geplant ist. Sowas sollte man weiterplanen nach Gmünd und Aalen. Und vor Ort, ja, Schwäbisch Gmünd bietet sich an, einen Radwegering um die Innenstadt zu machen. Muss nicht immer das eigene Rad sein. Bikesharing gibt es bereits. Gibt nicht nur in Gmünd 3 oder 4 Bikesharing-Stationen, auch in Aalen gibt es welche. Gibt sogar auf kleinen Dörfern wie Weschenbeuren oder Urbach und das müssen noch mehr solche kleinen Dörfer, die da mitmachen, dann kann das auch eine runde Sache sein. Wichtig ist auch Winterdienst, das war diesen Winter katastrophal und ja, um trotzdem nochmal zur Automobilität kommen, Carsharing, die Gmünder Stadtwerke, die Aalener Stadtwerke machen einen Anfang, es gibt Dorfautos in Städten wie Leinzell, Waldstätten, das müssen wir stärker fördern. Ridepooling, weniger privater Pkw, mehr geteilt genutzte Pkw bedeuten weniger Ressourceneinsatz bei der Kfz-Herstellung, weniger Parkplatzbedarf in Städten, das heißt mehr städtisches Grün, lebenswertere Städte. Die Städte werden widerstandsfähiger gegen Klimakatastrophe, extreme Hitze. Ja, und zu guter Letzt Landwirtschaft, lassen wir noch ganz kurz ansprechen, Blockheizkraftwerke wie in Heubach-Buch, Landwirtschaftsabfälle nutzen für Kraft-Wärme-Kopplung, das ist ein wichtiges Thema. 3 Minuten um, oder? Ja, genau. Danke an alle Antwortenden. Und bevor ich zur nächsten Frage komme, noch ein kurzer Hinweis, und wir reichen jetzt schon die ersten Fragen aus dem Chat, also jetzt an alle Zuschauenden auf YouTube, wenn ihr Anregungen, Fragen habt allgemein oder an die einzelnen Kandidierenden, dann gerne in den Chat damit, die werden dann an uns weitergeleitet. Jetzt komme ich zur 5. Frage, die haben wir abgeändert. Ich hoffe, das ist jetzt spontan für die Antwortenden möglich, aber vielleicht tut ein bisschen Spontanität auch gut, weil die war mit der 4. Frage etwas zu ähnlich. Und zwar lautet die Frage jetzt, ob Klimaschutz eher eine individuelle Frage sein sollte, also man kauft sich die Bambuszahnbürste und verzichtet auf Plastiktüten, oder ob es in eurer Meinung nach eher eine Frage der großen politischen Entscheidungen und Transformationen ist, also zum Beispiel den Kohleausstieg. So, und da beginnt die Martina. Klimaschutz muss natürlich jetzt erstmal für jeden selber eine individuelle Entscheidung sein, dass ich dieses für mich auch sehe, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, dass ich gucke, wo kann ich mich verändern. Aber vom Grundsatz her kann es nur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, sogar eine ja, weltweite Aufgabe, die wir zusammenstemmen können, müssen, wollen und es auch kein Weg mehr dran vorbeigeht. Es ist aber schon wichtig, dass die Klimawende im Kopf stattfindet. Ich merke das immer bei allen Gesprächen, die ich auch habe, dass die Sorge davor besteht, wie kann ich mir Klimaschutz leisten? Weil es ja doch einiges an Veränderungen nach sich zieht, die die Menschen erstmal erschreckt und sie sehen oder sagen, es geht jetzt dann auf meinen Geldbeutel oder wie sieht es dann mit den Arbeitsplätzen aus? Da kommen wir ja nachher auch noch drauf. Und deswegen denke ich, ist es Aufgabe der Politik, dass wir die entsprechenden Lösungen und entsprechenden Antworten geben. Und zwar nachhaltig, effektiv und auch verständlich und praxis- und alltagstauglich. Es ist aber nochmal der Ausgangspunkt, trotzdem sehr wichtig, dass jede und jeder individuell guckt, wo kann er was ändern und da dann auch feststellt, wie viel Zugewinn er selber daraus hat. Ich sage immer, wir müssen diesen Prozess der Veränderung
an den Punkt, wenn wir an dem Punkt endlich kommen, ich glaube, da ist immer so nach 5, 6 Jahre, dass man sagt, warum haben wir das eigentlich schon immer so gemacht? Und da ist es eine Politik, die Verlässlichkeit gibt, die Zuversicht gibt und auch die richtigen Antworten, sodass wir die Leute auch mitnehmen können, ohne dass sie Sorge haben, dass sie auf der Strecke bleiben. Danke. Danke. Jetzt darf Jakob antworten. War das jetzt diese eingeschobene Frage? Könntest du sie nochmal wiederholen? Ja, genau. Die Frage war, ob Klima schon eher eine individuelle Frage sein soll, also zum Beispiel, dass jeder sich eine Bambusplanmütze kauft und so, oder eine Frage der politischen Entscheidung. Genau. Also die Antwort liegt so irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Aber bei mir ganz klar mit der Priorität, dass es die gesellschaftliche Aufgabe ist. Mir gefällt es nicht, wenn man hergeht und sagt, man privatisiert das Problem und überlässt es dem Einzelnen, aber der in seiner Situation gar nicht das immer so im Griff gehabt. Da kommen sehr viele soziale Fragen hinzu. Und deswegen denke ich, und die SPD bekennt sich so als Partei der Arbeit und eben für das Soziale, ist mit der Klimafrage eben auch eine Verteilungsfrage verbunden. Und genau darauf müssen wir achten, wenn es darum geht, dass wir jetzt nicht sagen, jeder Einzelne, das muss der sich nämlich auch leisten können, diesen Klimaschutz, dass das dem aufgezwungen wird. Nein, die Gesellschaft muss eben über starke Schultern eben diesen Ausgleich bringen. Das ist uns an der Stelle sehr wichtig. Und trotzdem gilt es natürlich, und das sind wir alle persönlich herausgefordert auch. Ich bewundere immer eure Generation, Linus, dass da schon eine starke Bewusstseinsänderung hineingekommen ist, wenn ich in die Generationen zurückschaue. Und es ist was Wunderbares, weil das gibt uns gleichzeitig die Hoffnung, weil wenn wir alle mal ehrlich sind, wissen wir, dass diese Klimaziele, die wir uns jetzt vornehmen zu erreichen, auch mit den Vorschlägen, die wir machen, können wir ganz, ganz nur unsicher sein, ob wir diese Herausforderung so überhaupt bewältigen können. Insofern ist es die Aufgabe, dass auch ich persönlich, dass wir alle uns im Alltag überlegen, wo tun wir uns selber CO2 einsparen. Aber, und das ist mir wichtig, eben nochmal zu betonen, Menschen bewegen sich auch in Systemen und sie werden sozialisiert von diesen Systemen. Und wenn das System, das wir vorfinden, so ist, dass es sie eben für sie einfacher ist, nicht das CO2 einsparen zu machen, dann müssen wir eben auch über Gesellschaft diskutieren, wie wir das ändern. Danke, das war sehr gut in der Zeit. Und jetzt die nächste in der Liste ist Martin. So. Also meine Antwort auf die Frage, ob Klimaschutz eine individuelle oder eine allgemein von oben herab zu beantwortende Frage ist, meine Antwort ist ganz klar beides. Natürlich ist individuelles Handeln wichtig. Dazu ist es wichtig, dass wir Menschen aufklären, dass wir erstmal Forderungen leisten und nicht unterdrücken. Dass es eigentlich gibt, dass es gute Beispiele gibt, dass es Vorbilder gibt. Aber es gibt eben auch einen Übergang zum politischen. Es sind manchmal bürokratische Hindernisse, wenn man eine PV-Anlage sich aufs Dach tun will oder einen Batteriespeicher für seine eigene PV-Anlage bauen will, einfach nur im kleinen Maßstab für seinen eigenen Haushalt. Bürokratischen Hindernisse dabei, die sind ein Graus. Aber ganz wichtig auch als Schnittstelle zwischen allgemeinem und individuellem Verhalten ist, wir als Klimaliste wollen dazu Anreize schaffen, finanzielle Anreize, sowohl positive als auch negative Anreize. CO2-Abgabe, die ja inzwischen die Bundesregierung auch eingeführt hat, die wollen wir auch, die ist uns aber viel zu niedrig. Wir wollen eine CO2-Abgabe von 200 Euro pro Tonne, CO2-Äquivalent natürlich, das heißt andere Klimaschadstoffe entsprechend ihrer Gewichtung bewertet.
Ich denke, einerseits, wenn man den Menschen erklärt, ja, das, wie das begründet ist, wie das zustande kommt mit den Schäden, die die Erderwärmung anrichtet, man muss Deiche erhöhen, man muss Gebäude stärker kühlen, es gibt mehr Stürme, die man, deren Schäden man beseitigen muss oder die man vermeiden muss, dadurch Einsatz, die Einsicht in diese Notwendigkeit fördern. Man muss das aber auch sozial abfedern und dazu möchten wir ein Klimageld. Das heißt, an jede Bürgerin und jeden Bürger werden 400 Euro ausgezahlt an Klimageld und die decken das Budget ab, das Klimabudget, das jede Bürgerin, jeder Bürger rechnerisch hat. Das letzte Mittel, das wir aber auch wollen, sind trotzdem Gebote und Verbote, weil man kann nicht an alle Verhaltensweisen ein Preisschild dranhängen und sagen, wer sich das leisten will, obwohl es Geld kostet, der soll es halt tun, weil es eben Schäden gibt, Verlust von Artenvielfalt, die kann man nicht in Geld aufwiegen. Und man hat ja auch in der Pandemie jetzt gesehen, Verbote, die Leute haben erst dann angefangen, Masken aufzusetzen, flächendeckend, als es Pflicht wurde. Also wenn alle was machen, dann wird es verbindlich. Bitte schön. Perfekt in der Zeit. Und zuletzt noch Christian. Ja, also definitiv, es kann nicht nur eine individuelle Lösung sein, es müssen auch die politischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass wir den Klimawandel so gut es geht aufhalten. Wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue, also wir müssen auch natürlich für den individuellen Bereich müssen wir sehr, sehr viel mehr Aufklärung betreiben. Da müssen auch Gelder in die Hand genommen werden, um den Leuten auch mal dementsprechend zu zeigen, ihr könnt auch mit ganz einfachen Mitteln, könnt ihr umweltbewusster leben und auch ohne dass es euch in eurem täglichen Leben wirklich einschränkt. Aber ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist auch der Aspekt vom Sozialen. Weil wenn wir jetzt uns zum Beispiel eine Oxfam-Studie anschauen, dann sind es die oberen 10%, sage ich jetzt mal, die 4,5-mal so viel CO2 ausstoßen wie die unteren 50%. Und das kann es halt nicht sein, dass quasi dann wir an der Basis das gesamte den gesamten Haushalt dann stemmen müssen, um diesen Klimazielen gerecht zu werden. Das heißt, wir müssen hier dann ansetzen und uns auch dort das Geld holen, um unsere Klimaziele zu erreichen, wo das Klima auch am meisten geschädigt wird. Und da muss man dementsprechend wirklich ansetzen und auch hier mit einer Reichensteuer beispielsweise hergehen und sagen, okay, wenn wir hier sagen, ab der zweiten Million gibt es danach 2% Extrabesteuerung. Das sind einige Milliarden Euro im Jahr, die uns viel mehr Spielraum geben in der Politik und die auch wirklich große Projekte dann an den Start bringen können, die den Klimawandel auch soweit, zumindest wo wir versuchen können, das Ganze aufzuhalten und damit wir dann das Klimaziel von 1,5 Grad, damit wir das dann erreichen können. Und da denke ich mal, müssen wir wirklich ansetzen und sagen, okay, wir müssen es schaffen, aber die Finanzierung darf nicht auf den kleinen Schultern, sondern auf den wirklich starken Schultern muss das ausgetragen werden. Und da denke ich, da brauchst du eine sozial-ökologische Partei wie die Linke im Landtag, um das auch wirklich voranzutreiben, dass es finanziell auf jeden Fall die Richtigen trifft und nicht die Falschen. Danke. Dann stelle ich jetzt die letzte Frage, bevor ich an Steffen übergebe. Und zwar lautet die, ob der Ostalbkreis oder Baden-Württemberg eurer Meinung nach den Klimanotstand ausrufen soll. Und da beginnt Jakob. Also, ob der Ostalbkreis den Klimanotstand ausruft, liegt in der Zuständigkeit des Kreistags. Ich befürworte Ausrufung des Klimanotstands. Ich habe damit gar kein Problem, sowohl im Land als auch im Kreis. Die Klimakrise ist einfach, ich habe es vorher gesagt, existenziell. Die Herausforderung des 21. Jahrhunderts wird es sein. Und da müssen wir eben dringend auch entschlossen handeln, weil die letzten 30 Jahre eben viel zu wenig getan wurde. Allerdings finde ich es auch wichtig, dass
der Klima, dass man sich nicht aufhängt an solchen Klimanotstandsdebatten, sondern das muss dann schon darum gehen, um diese konkreten Maßnahmen und dass wir nach vorne gerichtet in den Themen weiterkommen, die wir jetzt angesprochen haben. Also das ist immer dann so aufgeregt und die Klimaleugner kommen dann wieder und wir vertun da so viel Zeit. Also wegen mir machen wir, es geht darum, politisch ziemlich schnell zu handeln. Überraschend schnell geantwortet. Ja, und jetzt als nächstes Martin. Müsste ich dich noch frei. Klimanotstand ist jetzt zunächst mal, jetzt bin ich doch frei, oder? Ja, Klimanotstand ist jetzt zunächst mal ein Wort, das gibt es jetzt so keine Vorlage dafür für ein Erdbeben. Da ist klar, wenn da ein Erdbebennotstand irgendwo ist, man will Menschen retten, Trümmer beseitigen und dann irgendwann weiter vormachen wie bisher. Aber mit der Klimakrise, da geht es um einen dauerhaften Umbau, der jahrelang dauert und wo wir auch Learning by Doing machen müssen. Also wir müssen jedenfalls handeln wie in einem Notstand, weil wir eine Notwendigkeit haben zu handeln. Aber es darf auch kein Begriff werden, gegenüber dem man abstumpft. Also es ist es einfach, da stimme ich dem Jakob Unrat zu, über den Begriff zu streiten, das lohnt sich einfach nicht. Wichtig ist, um das Handeln. Aber wenn es halt Menschen hilft, ihnen klarzumachen, dass wir in einer Notlage sind, dann habe ich da natürlich überhaupt kein Problem, dem Wort Klimanotstand zu stimmen. Man darf natürlich auch jetzt Notstand nicht in dem Sinn verstehen, dass man demokratische Regeln außer Kraft setzt. Und ja, also ich denke, das ist einfach alles, was es zu dem Wort zu sagen gibt. Ich gebe ab. Und ich gebe weiter an Christian. So, ja, also Klimanotstand würde ich jetzt auch so zustimmen, dass wir das machen, beziehungsweise ich würde dem auch zustimmen. Allerdings darf das nicht bloß eine leere Worthülse bleiben, weil den Klimanotstand allein auszurufen, das bringt uns das hält den Klimawandel nicht auf. Wir müssen wirklich schauen, dass die politischen Entscheidungen dazu getroffen werden, sodass der Klimawandel aufgehalten werden kann, beziehungsweise dass wir die Weichen da dafür stellen. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen vielleicht eine Chance, wenn man hier diesen Klimanotstand ausruft, um auch vielleicht auf verschiedene Verwaltungsebenen ein bisschen, dass man da ein bisschen das forciert, dass die verschiedenen Verwaltungsebenen auch etwas mehr dafür tun, um den Klimawandel aufzuhalten mit den entsprechenden Möglichkeiten, die die dann haben, die denen dann natürlich dann auch gegeben werden muss. Es gibt ja auch schon viele Städte in Baden-Württemberg beispielsweise, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Da gehört zum Beispiel auch Schwäbisch Gmünd dazu, was an sich eigentlich eine super Sache ist, genau. Aber wie gesagt, ich kann mich da auch nur meinen Vorrednern anschließen, wo man dann sagen muss, es darf halt wirklich, es muss konkret was gemacht werden und und es darf keine große Debatte um diesen Begriff an sich geben, sondern es muss hier wirklich um konkrete Maßnahmen gehen. Genau. So, und das Schlusswort bei der Frage hat Martina. Ja, das kann Impulse setzen, aber, das haben die Vorredner schon gesagt, es geht dann nachher um die Sacharbeit. Mir persönlich gefällt das Wort Klimavorbehalt besser und nicht das Wort Klimanotstand. Wir haben in dieser Form auch schon im Ostalbkreis oder wir Bündnis 90 Die Grünen im Ostalbkreis diskutiert und kommen da sicher einen Schritt weiter. Was ich aber ganz klar sehe, dieses zu machen, bedeutet ja, dass es so ein Weckruf sein soll, dass die Menschen merken, wir reden hier nicht von irgendwas, sondern von was ganz, ganz, ganz Zentralem. Und es ist jetzt wichtig und entscheidend, dass wir umdenken. Und zwar groß umdenken und ganz neu denken. Und an der Stelle möchte ich im Grunde der Fridays for Future sehr herzlich danken. Denn wenn es jemand geschafft hat, in den letzten Jahren
dass der Klimanotstand, die Klimakrise bei den Menschen angekommen ist, dann wart ihr es. Also danke dafür. Und wenn man es für dieses braucht, dass die Leute einen Anstoß bekommen, dann okay. Und bei uns im Wahlprogramm ist es so, dass der Klimavorbehalt für alle Förderprogramme des Landes eingeführt werden soll und künftig alle Vorhaben und Gesetze auf Landesebene auf die Klimaverträglichkeit geprüft werden. Wir sehen das auch so, dass die öffentliche Hand da Vorreiter- und Vorbildfunktion hat beim Klimaschutz. Danke. So, dann zur nächsten Frage übergebe ich an Steffen. Okay, danke schön. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine kurze Frage an den Christian. Habe ich das richtig verstanden, dass wir den Klimanotstand in Schwäbisch Gmünd ausgerufen haben oder habe ich da mich verhört? Also nach meinen Informationen wurde das schon ausgerufen in Gmünd, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich würde da jetzt noch irgendwie jemand nachfragen wollen, aber ist der nicht abgelehnt worden? Also müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal, aber ich habe meine Infos, die waren, hatte ich das noch im Hinterkopf, dass das so war. Also wenn ich einklinken darf, wurde 2019 abgelehnt vom Gemeinderat laut SWR. Ja, ich erinnere mich auch, das im Jugendgemeinderat eingebracht zu haben und das wurde abgelehnt. Ich sagte Fakten für Kimbo und im Hintergrund gerade eben auch, dass es abgelehnt wurde, aber ändert ja an der Rhetorik jetzt nicht allzu viel. Sorry, dann war das jetzt, habe ich da eine falsche Info gehabt. Tut mir leid. Ja, kein Problem. Aber da sieht man wieder, wie gut es ist, wenn man einen Faktencheck im Hintergrund hat. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur siebten Frage. Und zwar geht es um die Autoindustrie und zwar um zwei Fragen. Erstens, wie soll der Individualverkehr verringert werden? Und wie wollen Sie die Autoindustrie in Bezug auf Ökologie und Klimaschutz umbauen? Und der Erste, der da antworten darf, ist der Martin. Ja, also da kann ich ja eigentlich gleich an meine Ausführungen zu Carsharing und Ridepooling anknüpfen. Das ist nämlich die eine Ebene, um den Individualverkehr zu verringern und ist eigentlich damit schon beantwortet. Und zum wichtigeren Thema Umbau der Autoindustrie. Also zunächst mal Rahmenbedingungen. Wir als Klimaliste fordern Tempolimit, wie auch die Mehrzahl der Deutschen inzwischen, selbst die Mehrzahl der Autofahrer von 120 auf Autobahnen, Tempo 70 auf Landstraßen, innerorts 30 beziehungsweise 40 auf Hauptstraßen. Und damit fallen dann auch mal, hoffen wir zumindest für viele Menschen, Gründe für die starke Motorisierung von Autos weg. Und die Antriebstechnik ist natürlich ein Diskussionsthema. Verbrennungsmotor, wie eben manche Parteien, die jetzt hier leider nicht anwesend sind, erhalten. Das ist ein großer Irrweg, weil ein Verbrennungsmotor, wenn der Diesel verbrennt, selbst wenn es künstlicher Diesel ist, synthetischer Diesel, dann muss man da sechsmal so viel Energie reinstecken, wie wenn man mit der Energie direkt ein batteriebetriebenes Auto auflädt. Wenn man damit ein Wasserstoff-Pkw auflädt, dann muss man immer noch dreimal so viel aufladen. Also das liegt einfach am niedrigen Wirkungsgrad bei der Erzeugung dieser synthetischen Brennstoffe und bei der beim Einsatz dieser Energie. Ein Verbrennungsmotor hat einfach nur 20% Wirkungsgrad in der Praxis. Da kann man nicht viel dran ändern, auch mit den besten Ingenieuren nicht. Und Wasserstoff, es ist teuer. Da gibt es schon jahrzehntelang Toyota versucht, aber Toyota bietet seit Jahren den Mirai an. Der Preis des Autos selber ist extrem hoch, der Preis für den Sprit ist auch extrem hoch, also den Wasserstoff. Und wir brauchen die Wasserstoffwirtschaft für anderes, für energieintensive Industrie oder für den Wärmebereich eventuell. Aber die
Autoindustrie, die Mobilität im Allgemeinen hat viel zu tun für neue Mobilität, Oberleitungs-LKW, Oberleitungsbusse, Elektroantrieb, Batterie-Recycling, Batterie-Zweitverwertung, also von ausgedienten Elektroautos und flexibler ÖPNV, die Fahrzeuge für ÖPNV liefern. Aber natürlich müssen wir auch in der Autoindustrie Arbeitsplätze reduzieren, leider. Okay, danke schön. Martin, hast du damit E-Fuel gemeint, ganz am Anfang? Synthetisch Kraftstoffe, E-Fuel, manche nennen es auch irgendwie anders, aber jedenfalls, dass man im Prinzip ja Diesel-kompatible Treibstoffe synthetisch und im Prinzip klimaneutral herstellt. Ja. Gut, dann ist der Nächste der Christian. Ja, also ich sage es mal so, das ist jetzt hier eigentlich fast ein abendfüllendes Thema, was wir hier haben, weil wir sind in Baden-Württemberg tatsächlich ein großer Autoindustriestandort. Wir haben hier große Werke, natürlich Daimler, Porsche, Audi beispielsweise auch. Da hängen natürlich sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran. Und in dem Moment, in dem wir über Klimaschutz reden, müssen wir aber auch über die sozialen Themen reden. Also das heißt, wir müssen dann wirklich aufpassen, dass die Arbeitsplätze soweit nicht gefährdet sind, beziehungsweise nicht gefährdet werden oder auch dementsprechend, wenn Arbeitsplätze wegfallen in der Autoindustrie, weil wir den Individualverkehr verringern wollen, indem wir den ÖPNV natürlich massiv ausbauen, was natürlich auch eins unserer Ziele ist. So muss es dann nachher auch, so müssen wir diese sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft auch so weit vorantreiben, dass die jetzt ihren Job beispielsweise in einem Automobilindustriebetrieb verlieren, dass die auch Weiterbildungen erhalten, um dann beispielsweise in neuen Sektoren wie in der Industrie für erneuerbare Energien, dass man da dann dementsprechend wieder Arbeitsplätze schaffen kann. Und da gibt es das Potenzial von hunderttausenden Arbeitsplätzen hier in ganz Deutschland. Und da denke ich mal, da müssen wir wirklich ansetzen. Und auch das dürfen wir niemals das Soziale aus dem Blick verlieren. Und da müssen wir auch als Land, müssen da die Weichen dafür gestellt werden, dass man hier so diese sozial-ökologische Transformation vorantreiben kann. Da gibt es dann auch zum Beispiel hier kleinere Maßnahmen, wie dass man da um entsprechend Maßnahmen, beziehungsweise man kann einen Branchenrat zum Beispiel bilden. Da sind dann Unternehmer dabei, Politiker, Umweltverbände etc. pp. Also alle, die es dann dementsprechend betrifft, auch Betriebsräte, die sich dann zusammensetzen und dementsprechend wirklich schauen können, dass da auch wirklich dass da auch Maßnahmen, die sinnvoll und richtig sind, dass die dann auf den Weg kommen. Und da denke ich mal, sind solche kleine Maßnahmen, die man auch auf kommunaler oder auf Kreisebene auch schon durchführen kann, die sind da wirklich wichtig und richtig. Und da denke ich mal, müssen wir dann als große Bürgerschaft zusammen mit der Politik, mit den Unternehmen und mit der Belegschaft müssen wir da die Ziele uns stecken und auch die Maßnahmen müssen wir herausfinden, welche wir umsetzen können, welche wir umsetzen müssen. Aber dann ist auch so, dann würde ich auch bei solchen Maßnahmen würde ich dann auch auf jeden Fall für ein Vetorecht stimmen, für die Belegschaft, sodass keine Massenentlassungen stattfinden können, beispielsweise. Okay, danke schön. Und als Nächstes ist dann Martina dran. Also der erste Teil, wie soll der Individualverkehr verringert werden, da denke ich auch, war vorher schon meine Punkte beim Ausbau des ÖPNV, da Stichwort auch Mobilitätspass, ganz konkret für uns im Ostalbkreis, das, was wir vorantreiben wollen. Was die Autoindustrie angeht, wir können als Politiker nur die Rahmenbedingungen stellen. Und wir können zusammen mit der Wirtschaft in einem Dialog schauen und gemeinsam vorgehen, wie können wir das erreichen.
Für mich ist ausschlaggebend und warum ich da auch zuversichtlich bin, dass es uns gelingt, dass wir als Baden-Württemberg die innovativste Region in Europa sind. Und ich sage immer auch, bei uns im Ostalbkreis, in Ost-Württemberg, sind viele Firmen, die dazu beitragen, dass wir dort stehen, wo wir stehen. Ein zentrales Motiv der grün geführten Landesregierung seit 2011 ist es, die Entwicklung und Weiterentwicklung von zukunftsfähigen Technologien auch zu unterstützen, hier Verantwortung zu übernehmen und notwendige Modernisierungen voranzutreiben. Erfolg in der Wirtschaft und Schutz des Klimas gehen zusammen. Wir können gut leben, ohne dabei unsere Erde zu zerstören. Und ein solches Wirtschaften ist auch ökonomisch sinnvoll. Denn nur wer klimafreundliche Autos baut und ressourcenschonende Produkte, wird auf den Märkten von morgen auch zukunftsfähig sein. Und hier ist es uns wieder ganz wichtig, dass wir das gemeinsam mit der Wirtschaft im Klimabündnis machen. Wir wollen, dass ganz selbstverständlich wird, dass zwischen Ökologie und Ökonomie ein Und gehört und das Soziale immer mitgedacht wird und auch eine soziale und nachhaltige Digitalisierung mitgedacht wird. Wichtig ist hierbei auch das Thema Bildung. Und zwar Bildung, frühe Bildung für Kinder und Bildung, lebenslanges Lernen für alle Generationen. Denn es ist schon so, dass die Hälfte der Kinder, die heute in die Schule kommen, in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Hier werden wir neue Berufsfelder auch entwickeln und dort die Menschen zu qualifizieren, dass sie die auch ausüben können. Das ist ganz, ganz essentiell und da werden wir uns auch zusammen mit den Gewerkschaften, mit allen Partnern, die in diesem Bereich sind, auch die richtigen Lösungen finden. Danke dir, Martina. Und als letztes jetzt noch Jakob. Ja, also zur Verringerung wurden, haben wir das, glaube ich, schon ziemlich ausgeführt. Wir als SPD, wie man den Individualverkehr verringert, 365-Euro-Ticket, da glaube ich, da geht dann richtig mal was los, wenn dieses Angebot da ist. Jetzt wurde auch viel genannt, dieses Carsharing-Angebot, Mobilitätsstationen gibt es da in den Kommunen, Ausbaurat, Fußwege. Ich bin auch ein großer Freund und Befürworter von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Für mich ist das, der Kollege hat es gesagt, nach wie vor so die pure Unvernunft, dass wir das im 21. Jahrhundert bei uns in Deutschland immer noch nicht hinbekommen. Aber sei es drum, da wird man, glaube ich, immer noch ein bisschen noch eine Weile politisch beschäftigt sein damit. Dieser Strukturwandel kommt und ich denke auch, denn es gab auch schon immer Strukturwandel. Es gab Strukturwandel auf der Ostalb. Das ist etwas Normales, davon muss man jetzt zunächst mal keine Angst davor haben. Es gibt eine politische Partei, die macht damit Angst. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung und die müssen wir anpacken. Und dazu muss die Autoindustrie ihren Beitrag leisten, dass wir zur Klimaneutralität kommen. Und ich sage mal, man kommt auch stückweise voran, der Druck steigt und ich schätze es auch so ein, es werden ja Grenzwerte immer dann stärker formuliert, dass das Elektromobilität an Bedeutung stark zunehmen wird. Und darauf muss sich Politik dann auch ein bisschen langfristig einstellen. Wir brauchen da schnelle, klimaneutrale Antriebstechnologien. Da muss angesprochen werden, eben, dass auch wir beim Energiesektor aufholen müssen. Nämlich wir brauchen dann umso mehr die erneuerbaren Energien, weil die müssen dann klimaneutral sein, weil es sonst nichts bringt, wenn eben Elektroautos mit Kohlestrom rumfahren. Ich sage aber auch klar, dass aus meiner Sicht das Auto ist nicht des Teufels und wir haben es auch ein bisschen angesprochen, im ländlichen Raum wird es benötigt, um Mobilität zu gewährleisten. Wir brauchen eine Reduzierung, aber wir dürfen es auch nicht nur schlecht reden. Und hier werden bei uns gute Autos mit guten Arbeitsplätzen produziert und das muss in Zukunft eben klimaneutral sein. Und da muss Deutschland und Baden-Württemberg Vorreiter sein in der klimafreundlichen Automobilantrieben. Das ist die Herausforderung, die wir ganz konkret auch mit unseren Automobilzulieferern in der Region haben. Der Wasserstoff sehe ich da auch nur im industriellen Sektor. Und was wir als SPD wollen, ist, dass wir diese Rahmenbedingungen schon setzen,
Und da geht mir das von der bisherigen Landesregierung, ist da zu wenig. Wir müssen in eine aktive Industriepolitik hineinkommen, die klimaneutral das hinlenkt. Weil der Markt, das haben uns die Betrügereien gezeigt, der schafft es nicht. Okay, danke schön. Jetzt dann gleich zur nächsten Frage, und zwar lautet die: Würden Sie Ihre Klimaziele für eine in einer würden Sie Ihre Klimaziele in einer Koalition reduzieren? Warum ja, warum nein? Welche Klimaziele sind auch in einer Koalition nicht verhandelbar? Und die erste Frage geht an den Christian. So, wir sind in erster Linie sind wir hier in der Demokratie. Und ich denke mal, die einzigen Koalitionspartner, die für die Linke in Frage kommen würden, sind auch links der Mitte. Und da denke ich, wäre es dann auch ein falsches Signal von vornherein zu sagen, okay, wir können nicht mit bestimmten Dingen leben. Allerdings werden wir auch die Letzten sein, die irgendwelche faulen Deals eingehen. Wenn ich mir da jetzt zum Beispiel auch das anschaue, es kam jetzt die Tage mal eine gute Dokumentation von Frontal 21, die Arbeit von der grünen Landesregierung in Baden-Württemberg in den letzten 10 Jahren mal ein bisschen beleuchtet hat. Um es nur als Beispiel zu nennen, 10% hätte eigentlich bis Ende letzten Jahres, 10% der Energie in Baden-Württemberg hätte von Windenergie stammen sollen. Aktuell sind es, meine ich, waren es 4,4%. Berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Das sind solche Dinge, wo wir auch als Linke dann von vornherein wirklich schauen würden, weil mit uns sind gewisse Ziele nicht verhandelbar. Und die, wenn wir da an die eine Regierung kommen würden, würden wir die auch von vornherein völlig würden wir die auch von vornherein völlig kompromisslos durchziehen. Und da denke ich mal, müssen wir auch uns nicht verstecken. Wir haben es bis jetzt auch auf teilweise auf Landes- beziehungsweise auch auf Kommunalebene haben es viele linke Fraktionen gezeigt, dass mit uns eine Regierung zustande kommen kann und dass wir auch dementsprechend dann sozial-ökologische Politik vorantreiben können. Wurden die Klimaziele jetzt genannt, die nicht verhandelbar sind, oder? Ja gut, nee, es sind Klimaziele. Wir müssen die 1,5 Grad erreichen. Also das ist jetzt nicht verhandelbar. Und denke ich mal, da können wir das dann auch. Und das hat eigentlich, schlägt dann eigentlich so ziemlich alles damit. Die 1,5 Grad müssen erreicht werden. Okay, dankeschön. Und als nächstes die Martina. Koalitionen erfordern Kompromisse. Wir leben in einer Demokratie. Die Zustimmung zu einer Koalition hängt aber von ganz, ganz großen Schritten in der Klimaneutralität ab. Das Gesamtbild muss stimmen. Der beste Weg ist, dass die Grüne eine starke Regierung anführen, eine starke Regierung bilden. Dann können wir die Klimaziele deutlicher voranbringen, die wir uns gestellt haben. Ganz kurz zu diesem Thema mit Frontal 21, mit diesem Bericht. Wir haben da natürlich auch ein paar Punkte, die ich dann an der Stelle nennen will. Der Bericht von Frontal 21 lässt wesentliche Zusammenhänge und Informationen außen vor. Die politischen Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten, besonders für den Ausbau der Windkraft, sind nicht beachtet worden. Die liegen beim Bund. Wesentliche Informationen, was wir auch sonst gemacht haben, wurden auch nicht dargestellt. Wir fanden es sehr schade, was in diesem Bericht wie dargestellt wurde. Und wir sind stolz auf das, was wir die letzten 10 Jahre erreicht haben, dass man immer noch mehr erreichen kann. Keine Frage. Und wir wollen auch noch mehr erreichen. Und wir wollen das mit Koalitionspartnern, die auch mehr erreichen wollen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Klimaziel ist, das nicht verhandelbar ist, sondern weil es im Gesamtkontext gesehen ist, es ein Gesamtpaket. Und dieses muss stimmen.
Und hier sind wir aber zuversichtlich, dass wir da auch mit der Entwicklung der letzten Jahre, auch mit dem Thema, dass die Menschen stärker nachfragen und dieses auch einfordern, dass wir da den richtigen Weg gehen können. Damit es fair bleibt, jetzt auch an dich die Frage, welche Klimaziele sind jetzt nicht verhandelbar in einer Koalition, egal mit wem? Das habe ich ja, bin ich noch ein Jahr, das habe ich ja gerade gesagt. Ich kann jetzt dir nicht sagen, dieses Klimaziel ist nicht verhandelbar. Das Gesamtpaket muss zusammen stimmen. Okay, dann passt das. Gut, der nächste ist der Jakob. Ja, also aus meiner Sicht, die Klimaziele orientieren sich an physikalischen Naturgesetzen. Das Wissenschaft, was da stattfindet, ist für mich so ein bisschen wie gerade bei der Corona-Pandemie. Und deswegen kann man sie eigentlich nicht verhandeln. Und das ist genau die Antwort. Das 1,5-Grad-Ziel ist eine Herausforderung, aber das muss eingehalten werden. Und das muss auch in den Koalitionsvertrag dann ganz eindeutig reingeschrieben werden. Ich will auch darauf eingehen, weil die Vorlage geliefert wurde. Ich will schon sagen, dass bei der Windkraft, und das ist sehr interessant, ich empfehle auch jedem den Frontal 21-Bericht an der Stelle mal anzuschauen, weil da merkt man, dass es eben nicht mehr geklappt hat. Und mit 2011, bis 2016, als die SPD an der Regierung beteiligt war, da ging was bei Windkraft. Da haben wir gemeinsam was hinbekommen und nach dem Regierungswechsel ist das deutlich runtergegangen. Und jetzt kann man nur, ich halte nichts von diesem schwarzen Peterspiel, der Bund hat Schuld, das Land hat Schuld. Es gibt Gründe, das sehe ich auch, wo man sagen kann, Bayern und Baden-Württemberg, da wurde was verpasst, als erstes mit reinzunehmen, damit da ein Anreiz da ist, Windräder aufzustellen. Aber auch da muss man dann an der Stelle sagen, da hätte man im zuständigen Ministerium, das wird nämlich vorbereitet. Da geben alle Länder sozusagen ihre Meinung ab, das Gesetz macht man gemeinsam und irgendwo wurde dann an der Stelle doch gepennt und das ist schade, weil wir in diesem Zeitraum nicht vorangekommen sind. Ich will es aber trotzdem sagen, da kommen wir auf jeden Fall wieder zusammen. Die Ziele am besten zu erreichen, das schafft man, denke ich, mit einer grün-roten Landesregierung in Zukunft. Und da muss die CDU raus, weil sie sind die Klimabremse, sind auch hier heute nicht hier. Ich weiß nicht warum, wenn natürlich die CDU niemanden findet im ganzen Ostalbkreis, der dann bei Fridays for Futures herkommt und auch ein bisschen miteinander und mit uns spricht, ist das traurig, aber spricht vielleicht genau, drückt genau das aus. Ja, also ich glaube, die Frage habe ich eindeutig beantwortet. Das 1,5-Grad-Ziel, das muss im Koalitionsvertrag dann drin sein. Okay, also damit ist ja auch die Frage, die ich ja jeden schon gestellt habe, wahrscheinlich beantwortet. Also das 1,5-Grad-Klimaziel ist nicht verhandelbar. Und die letzte Person ist jetzt der Martin. Das 1,5-Grad-Ziel als quantitatives Ziel natürlich, aber ich denke, wir sind ja auch jetzt hier in dieser Runde in einer relativ guten Einigkeit, dass wir das bis 2030 erreichen wollen. Aber jetzt wichtiger als die Frage, wollen wir das bis 2030 erreichen oder 2029 oder 2032 ist, dass wir sofort weiter entschiedene Schritte gehen. Da hat mir auch Greta Thunberg ins Gewissen geredet, dass es wichtiger als entfernte Ziele ist, sofort anzufangen und 2030, selbst wenn wir uns darauf einigen würden, dass es immer noch weit weg. Man muss den Klimaschutz in die Jetztzeit bringen. Es ist zwar nicht so weit weg wie 2050, wie es manche anderen sagen, aber trotzdem noch weit genug weg. Ja, also was aus meiner Sicht nicht verhandelbar ist, ist, dass einfach nicht mehr zusätzlich in fossile Anlagen, fossile Geräte, fossile Fahrzeuge investiert werden darf. Also Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor spätestens 2025 verbieten. Einzige Ausnahmesachen wie Notstromaggregate, Notfallfahrzeuge.
damit, weil das Anlagen sind, die noch während der beträchtlichen Lebensdauer fossile Energieträger verbrennen. Und schon gar nicht, dass man da Kaufprämien noch darauf aufsetzt. Das ist ja auch der Hauptgrund, den ich an der SPD und den Grünen auszusetzen hat, dass wir das letztes Jahr gefordert haben. Wichtig ist ja Infrastruktur auch. Minister Herrmann steht wohl immer noch dahinter, die A5 im Rheintal auf 6 Spuren auszubauen. Das ist doch eigentlich ein Affront gegenüber unserem Nachbarland der Schweiz, das voll auf die Schiene, auf klimaneutralen Alpentransit setzt und wo wir Deutschland uns verpflichtet haben, die Zulaufbahnstrecken rechtzeitig fertigzustellen. Da sind wir aber hoffnungslos hinterher. Und wir wollen dafür eine Autobahn ausbauen und B27 auf den Feldern, sowas möchte ich auch nicht. Aber zu gut, also den 6-spurigen Ausbau. Aber zu guter Letzt, unsere Verfassung schreibt eigentlich auch nicht vor, dass man zwingend eine Koalition bilden muss. Man kann Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin auch mit einfacher Mehrheit wählen. Das ist auch eine Chance für die Demokratie, dass man dann Abgeordnete in individuellen Entscheidungen nach ihrem Gewissen abstimmen lassen, überzeugen kann. Damit bin ich fertig. Okay, dann kommen wir zur 9. Frage. Wollen Sie höhere ökologische Maßstäbe für die Landwirtschaft setzen? Was möchten Sie tun, um die Landwirtschaft ökologischer und klimafreundlicher zu gestalten? Und anfangen tut bei der Frage Martina. Also hier ist ganz, ganz zwingend, dass wir ganz streng danach darauf achten, dass das neue Biodiversitätsgesetz, das ja 2020 gekommen ist, auch umsetzen und kontrollieren. Ich nenne mal die wesentlichen Punkte. Ausbau des Anteils der ökologischen Landwirtschaft auf 30-40%. Reduktion der chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel um 40-50%. Verbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten, Aufbau eines landesweiten Biotopverbunds auf 15% der Landesfläche, Erhalt von Streuobstbeständen, Verbot von Schottergärten auf Privatgrundstücken, Minimierung der Lichtverschmutzung, Schaffung der Refugialflächen und 10% der auf 10% der landwirtschaftlichen Flächen und dies alles bis 2030. Außerdem ist es wichtig oder wollen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, Ernährungsindustrie und Verbraucherinnen entwickeln. Es geht nämlich darum, dass die Ernährungswirtschaft, dass die Landwirtschaft auch von dem, was sie anbaut, leben kann. Und solange es so ist, wie es gerade ist, dann werden sie zum Teil gezwungen, naturschädliche Produkte und Vorgehensweise zu nutzen. Und hier gilt es ganz klar, wir brauchen hier einen neuen Gesellschaftsvertrag. Stichwort auch, was ist unser Essen, unsere Nahrung uns wert? Wir haben dieses Biodiversitätsgesetz, jetzt gilt es, dieses konsequent umzusetzen und da auch die Kommunen zu unterstützen, dass sie dies tun können. Auch zum Beispiel Stichwort Schottergarten. Martina, darf ich dich noch fragen, wie dieser Gesellschaftsvertrag aussehen soll? Dieser Gesellschaftsvertrag wird mit diesen zusammen, die ich genannt habe, soll erarbeitet werden. Er soll auf jeden Fall so auskommen, dass die Arbeit der Landwirte auch Familien, also so honoriert wird, dass sie und ihre Familien dafür leben können. Und dass der Wert des Essens, der Nahrung und die Notwendigkeit des Anbaus und auch unserer Lebensmittelindustrie, da auch unsere Lebensmittelversorgung, da auch honoriert wird. Okay, danke schön. Und der nächste ist der Jakob.
Ja, also die SPD ist ähnlich angelegt, möchte einen neuen Agrarkonsens, der die Menschen in der Landwirtschaft bessere Arbeits- und Lebensbedingungen eben sichert. Das wurde eigentlich ziemlich ähnlich aufgeführt, da würde man schnell zusammenkommen. Durch die Förderpolitik des Landes wollen wir als SPD erreichen, dass der ökologische Landbau bis zum Jahr 2030 mindestens 40% beträgt. Also das muss angestrebt werden. Wir müssen Strukturen für eine regionale Vermarktung und Direktvermarktung ausbauen und unterstützen. Zusammenschlüsse von Kooperation, solidarische Landwirtschaft, das ist der Weg der Zukunft, das muss man weitergehen, gibt es ja schon gute Ansätze. Ich finde auch, an der Stelle zeigt die Pandemie, man kennt ja jetzt auch die Zahlen, wie die Leute reagieren, dass sie eben frische Produkte, Bioprodukte viel stärker einkaufen, als das zuvor war. Also da gibt es auch Bewusstseinsänderungen, das muss man weiter in die Gesellschaft tragen. Das muss auch an den Schulen einen Zusammenhang geben, dass man da auch landwirtschaftlich die Landwirtschaft nicht als irgendwie jetzt was Böses verkauft, was nur die Umwelt verpestet und CO2 verursacht, sondern wo man eben die Leute zusammenbringt. Diese Blühwiesen auf Randstreifen sind ein Thema, Pestizidverbot auf allen staatlichen Flächen, das fordern wir auch als SPD. Und insgesamt muss es einfach so sein, und das ist aber auch EU-Politik gefragt. Ich bin immer gegen EU-Bashing, aber wenn wir um Fragen der Landwirtschaft reden, dann sind wir hier sehr stark im Bereich, wo man nicht mehr drum rumkommt, dort gleichzeitig mitzuverhandeln. Und da braucht es die Anreize weg von dieser Subventionierung von der Fläche, von Massen an Gülle, die das sozusagen mit viel Geld subventioniert werden. Und die finden sich in einem schädlichen System wieder, das wir durchbrechen müssen. Und auch da müssen wir es schnell tun, weil natürlich zur Klimaneutralität zu kommen, auch der Landwirtschaftssektor seinen Beitrag leisten muss. Okay, danke Jakob. Und Martin, du bist dran. Ja, also was unsere Pläne für die Landwirtschaft rund um die Landwirtschaft ist, Landwirtschaft ökologischer und klimafreundlicher gestalten. Die Landwirtschaft hat zwei Rollen. Einerseits ist sie Leidtragender der Klima- und Umweltkrise, andererseits eben auch Mitverursacher, dadurch durch den Methanausstoß in der Tierhaltung, durch Monokulturen, reduziert sich die Artenvielfalt, Düngung und Gifteinsatz, trägt auch zum Artenverlust bei. Sicher sind wir auch für Förderung der Biolandwirtschaft und auch für Förderung von Kleinbetrieben, auch Modelle von solidarischer Landwirtschaft. Gegen Pestizideinsatz, gegen Düngereinsatz und auch Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung, der muss auf einzelne therapeutische Ausnahmefälle beschränkt sein, weil sich da dann natürlich auch wieder der Kreis zum Menschen schließt, wenn sich in großen Tierbeständen neue Erreger bilden können. Da hatten wir wann war das mit der BSE-Krise in Tiermonokulturen, dann ist da eben aber auch die Gefahr viel größer, dass sowas auf Menschen überspringt. Insgesamt als Klimaliste haben wir als Ziel, die Anzahl der landwirtschaftlich gehaltenen Tiere um 90% zu reduzieren. Das ist jetzt was sehr Ehrgeiziges und ich weiß auch nicht, ob wir das erreichen können. Mit meiner Überzeugung nach können wir das nicht über Verbote erreichen. Ist unser Ziel, auch durch Bewusstseinswandel, weil der heutige extreme Fleischkonsum, der ist einfach jetzt in den letzten wenigen Generationen hat er extrem zugenommen. Das ist nicht mehr, dass die
geringe Fleischhaltung, Fleischkonsum, wie es vor ein paar Generationen noch üblich war. Für Landwirtschaft, Agrarphotovoltaik ist noch ein wichtiges Thema, also gleichzeitige Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen für Photovoltaik zur Stromgewinnung und als Landwirtschaft. Bringt nur geringe Betragseinbußen oder macht die Äcker sogar widerstandsfähiger und man hat eben eine Doppelnutzung zur Energiegewinnung. Okay, Dankeschön. Und Christian als Letzter. So, also wirklich ein ganz, ganz großer Dorn in meinem Auge ist der Rückgang der kleinen Landwirtschaftsbetriebe. Und das wird vor allem auch durch die EU-Subventionen, findet es statt. Das Problem hierbei ist, dass je mehr Fläche ein Betrieb bewirtschaftet, desto mehr Subventionen bekommt er. Das heißt, da werden dann quasi, es ist so eine, hier, so eine Friss-oder-Stirb-Mentalität, die sich jetzt durch diese Subventionen auf dem Markt gebildet hat. Und das, da müssen wir auf jeden Fall da dagegen kämpfen. Sodass auch dann kleinere Betriebe, die dann auch dementsprechend eher schauen, dass die ökologisch, dass die Bio produzieren, dass man die dann dementsprechend auch fördert. Und da ist es dann auch so, dass wir dann dementsprechend, wenn wir diese kleinen Betriebe haben, die dann auch natürlich davon leben müssen. Also das heißt, es muss dann dementsprechend auch die Voraussetzung gegeben sein, dass diese kleinen Betriebe, die ökologisch, die Bio produzieren, nicht im Stich gelassen werden. Und was vor allem auch hier im Hinblick auf die Klimaziele eine wichtige Rolle spielt, ist, dass wir auch dann schauen müssen, dass wir regional Produkte kaufen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt dann Tomaten aus China oder Äpfel aus Neuseeland hierher importieren, die dann über Tausende von Kilometern mit dem Öldampfer hierher kommen, und das ist nicht wirklich zuträglich für unseren Kampf gegen den Klimawandel. Und da müssen wir dann auch wirklich schauen, dass wir dann doch lieber hier vielleicht den ein oder anderen Apfel entweder vom Bauer nebenan oder, wenn es denn schon hier nicht regional ist, dann vielleicht vom Bodensee. Die schmecken eh viel besser. Und da müssen wir dann auch wirklich dann ansetzen an dem Punkt. Und ich denke, um es auf den Punkt zu bringen, wir sollten eher auf den Wochenmarkt statt auf den Weltmarkt schauen. Und da müssen wir dann halt wirklich loslegen und sagen, okay, hier müssen wir ansetzen und dann auch mit den Bauern eine Politik hier zusammenbekommen, dass das dann auch dementsprechend läuft. Und natürlich müssen wir auch aufpassen, Massentierhaltung, dass wir die so weit zurückfahren wie möglich, weil es geht nicht, dass da wirklich, also schauen wir uns mal Tönnies an. Wir hatten es jetzt erst, Fleischindustrie, das ist ja wirklich, es ist unter aller Sau, auf gut Deutsch gesagt. Also das sind keine Zustände. Da muss sofort reagiert werden. Und ich denke, mit einer Linken im Landtag können wir das auf jeden Fall wuppen. Und da werden wir auch dann wirklich da dahinter sein, dass das alles klappt. Okay, dann bedanke ich mich und gebe an die Nächste oder den Nächsten weiter. Genau, das wäre dann wieder ich mit zwei Ja-Nein-Fragen. Also holt am besten eure grüne und rote Karte wieder raus. Und wenn dann alle soweit sind, dann starte ich gleich mal. Also die erste wäre: Ab 2035 dürfen nur so viel Treibhausgase ausgestoßen werden, wie durch natürliche Prozesse, also den Wachstum von Pflanzen etc., wieder aufgenommen werden können. Also Thema Netto Null. Wenn ihr dazu stimmt, bitte mal die grüne Karte in die Kamera halten und sonst die rote bitte. Okay, dann würde ich gleich weitermachen mit der zweiten Frage. Und die lautet: Die Gemeinwohlökonomie, kurz GWÖ, betrachtet das Wirtschaften nicht nur unter finanziellen Aspekten, sondern bezieht soziale und ökologische Auswirkungen in eine zu veröffentlichende Bilanz ein. Seid ihr für den Beitritt zum Netzwerk der GWÖ mit regelmäßiger Berichterstattung und Auditierung? Bei Zustimmung wieder die grüne Karte hochheben und sonst die rote. Okay, super, dann war es auch wieder von meiner Seite und ich gebe weiter an Linus. Ja, ich finde, es war bisher ein sehr interessantes Gespräch. Danke an alle Antworten.
an euch. Und jetzt haben wir ein paar Fragen aus dem Chat. Das sind nicht allzu viele, aber das ist eigentlich auch ganz gut. Wir haben jetzt nur noch 20 Minuten Zeit, wenn wir den Raum auf YouTube bis 10 vor 6 haben. Und ein Thema, das ziemlich interessant im Chat behandelt wurde, war das Thema PKW. Und da würde ich jetzt drei Fragen in eine kombinieren und ihr habt 2 Minuten Zeit. Oder eigentlich sind 2 Fragen, eine richtet sich konkret an Jakob. Und zwar ist die Frage einmal, wie es erreicht werden soll, dass im Ostalbkreis die PKW, die individuellen PKW reduziert werden, der Bestand, als da bisher 200.000 gibt und das auf 37.000 reduziert werden soll, um Klimaziele zu erreichen. Und die andere Frage ist, wie man den BürgerInnen erklären soll, dass Benzinpreiserhöhungen am Jahresbeginn in Beitrag für den Klimaschutz sind, weil es ja auch eine soziale Frage ist, dass man sich kein neues Auto kaufen kann. Und ganz konkret an den Jakob die Frage, ob er, wenn er von Wasserstoff spricht, die Brennstoffzelle oder E-Fuels meint. Und dann gebe ich auch als allerersten direkt an Jakob. Warte, man hört dich gerade nicht. Also die letzte Frage war, was ich meine, Brennstoffzelle, E-Fuel und so weiter. Ich glaube, dass wir da in gewisser Weise offen bleiben müssen. Das ist Forschung und Entwicklung. Ich gebe dem Raum, dass wir dann reagieren, was da auf uns zukommt. Da ist noch nicht alles genau sicher. Was ich aber trotzdem denke, das habe ich vorher auch gesagt, dass die Elektromobilität zunimmt, ihre Bedeutung nimmt zu. Und ich auch diesen Markt als etwas sehe, der entsteht. Und da muss man im Sinne von Arbeitsplätze und Wohlstand bei uns drauf eingehen. Jetzt muss ich nur sagen, was war die erste Frage nochmal? Also die eine Frage war, wie man den Privat-PKW-Bestand im Ostalbkreis reduzieren soll von 300.000 auf 37.000. Ja. Und die andere Frage war, wie Benzinpreiserhöhungen gerechtfertigt sind als Beitrag zum Klimaschutz. Ich habe es nicht ganz verstanden, Benzinpreis. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Also die Reduzierung der Fahrzeuge, ich glaube, das ist auch ein Ziel dieser Klimaallianz, wenn ich mich da recht erinnere. Das ist eine enorme Reduzierung. Und das habe ich ja auch vorher gesagt, die Ziele, die wir uns vornehmen, wenn wir uns da selber ehrlich machen, ob wir die alle so erreichen, da bin ich mir unsicher. Und das gehört zu eins dieser Ziele. Auf jeden Fall ist der Weg das Ziel und darauf will ich mich jetzt mal so schnell wie möglich auf diesen Weg machen und das haben wir ja alle ausgeführt. Ich glaube, dass dieses 365-Euro-Ticket ein ganz wesentlicher Beitrag zunächst mal ist, dass wir innerhalb von 10 Jahren mehr Leute zum ÖPNV bringen und dass natürlich dann die Hoffnung damit verbunden ist, dass diese Leute weniger mit dem PKW rumfahren. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir verbieten ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie, dass die Leute sich noch mit dem Auto bewegen. Also wir sind in der Demokratie und an diese Regeln gebunden. Und vielleicht, um darauf rüberzugehen, es wird Geld kosten, viel kosten, wenn wir den Klimawandel eben anpacken wollen. Und ich glaube aber, dass diese Kosten. Hey Linus, da musst du jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn du 3 Fragen stellst, sind 3 Minuten echt sehr kurz. Ja, ich würde noch ein paar Sekunden geben. Es war jetzt ja auch nicht ich, der da stumm schaltet. Also ich versuche es ganz kurz zu machen. Die Kosten, der Benzinpreis jetzt sozusagen die Erhöhung, die da reingeholt wird. Also die Kosten für das, was der Klimawandel anrichtet an Schäden, die sind bei weitem höher. Die soziale Frage natürlich, dass man sich das auch leisten können muss, das habe ich am Anfang auch gesagt. Ich bin dafür, dass wir über ein gerechtes Steuersystem, also nicht immer über Gebühren, Abgaben und so weiter, uns punktgenau raussuchen, sondern über gerechtes Steuersystem schauen, wie verteilen wir das Geld so um, dass nicht irgendwie jetzt die ganz wenigen, die 50%, von denen ja vorher auch gesprochen wurde, das Ganze tragen müssen, sondern wir müssen das auf die Schultern so verteilen, dass die Stärkeren mehr tragen und die Schwächeren eben weniger. Das ist klar. Und ja,
Das wird sich auch beim Benzinpreis. Wir werden aber nicht verhindern können, dass wir an ihn rangehen und dass wir eben das, was CO2 auslöst, dass wir da an der Bepreisung was ändern, um Verhaltensänderungen herbeizuführen. Ja, das ist klar, da kommen wir nicht drum rum, da braucht man nicht um den heißen Brei reden. Gut, danke dir. Jetzt kriegen die anderen doch auch 3 Minuten, weil du ja noch die Minute gerade eben auch noch dazu hattest. Ich denke, es waren doch zu detaillierte Fragen, um die in so kurzer Zeit zu beantworten. Und jetzt gebe ich das Wort an Martin. Zu mir aber jetzt nochmal die Fragen wiederholen, am besten einzeln, sorry. Ja, genau. Also es ging einmal darum, wie man im Ostalbkreis die Anzahl an Privatpkw reduzieren soll. Und dann, ob die Benzinpreiserhöhung als Maßnahme gut ist oder nicht. Okay, der zweite kam jetzt irgendwie verstümmelt an, aber Privat-Pkw reduzieren. Ich denke mal, wir gehen, so wie manche Verkehrswissenschaftler, wir gehen natürlich nicht von der vollständigen Abschaffung des Autos, des Privat-Pkw aus, aber doch sicherlich von der Mehrzahl in absehbarer Zeit, dass das ein erreichbares und sinnvolles Ziel ist. Und besonders im Land, auf dem Land braucht man, gibt es natürlich mehr Wohnlagen, Lebenslagen, wo man Privat-Pkw braucht. Und die Maßnahmen, das zu gestalten, die sind ja eigentlich alle schon besprochen worden. Also, aber natürlich auch eine Sache ist auch weniger Pendelverkehr. Man sieht es jetzt in der Corona-Krise, dass man doch vieles per Remote erledigen kann. Und dadurch weniger Arbeit nötig ist. Wichtig ist aber andererseits auch Pendeln, also Pendlerpauschale zu reduzieren, um wohnortnäheres Arbeiten oder arbeitsplatznäheres Wohnen stärker zu fördern. Jetzt dann bitte die nächste Frage nochmal. Ob man Benzinpreise erhöhen soll als Maßnahme für den Klimaschutz, weil sich ja auch nicht jeder ein neues Auto kaufen kann. Ja, unbedingt. Das muss eben halt auch im sozialen Ausgleich drin sein. Das Klimageld, das ich vorhin angekündigt habe, das von den Einnahmen der CO2-Steuer eben auch etwas an die Bürger zurückbezahlt wird. Muss man sich natürlich auch einrichten. Also es ist natürlich auch, ein guter ÖPNV ist natürlich auch eine soziale Maßnahme, weil ein ÖPNV einfach weniger kostet als mit einem Auto. Also zumindest wenn man jetzt so rechnet, dass man sich in der Familie ein Auto abschafft oder als Single das Auto abschafft, und dann kommt man auf jeden Fall günstiger. Vor allem, wenn wir solche Sachen wie 350-Euro-Ticket oder sowas einfügen. Also, ja. Kommt noch eine Frage? Nein, das war's. Okay. Dann gebe ich das Wort weiter an Christian. So, kann ich auch ganz kurz die erste Frage nochmal hören, bitte? Da ging es um die Reduktion der Privat-Pkw im Ostalbkreis. Ah, okay, alles klar. Im Grunde genommen, wir haben das auch vorhin alle eigentlich schon so gesagt gehabt, dass man es sollte natürlich reduziert werden, und dadurch müssen wir wirklich schauen, dass wir auch dann den ÖPNV dementsprechend stärken, auch im ländlichen Raum. Und auch dann dementsprechend Radwege ausbauen und so weiter und so fort. Aber ganz wegkriegen werden wir Privat-PKWs nicht. Und da müssen wir halt dann aber auch dementsprechend schauen. Es muss halt wirklich dann bewerkstelligt werden, dass der ÖPNV so attraktiv ist, dass die Leute auch gar nicht mehr aufs Auto angewiesen sind. Und ich denke, das ist der absolut wichtige Grund, Punkt hierbei. Oder auch so, dass man kein Auto benötigt. Das heißt zum Beispiel, was jetzt hier aktuell bei uns, auch durch die Corona-Pandemie, haben wir es ja auch dann gemerkt, wie
dass es möglich ist, auch per Homeoffice zu arbeiten. Und ich denke, das ist auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, wo man dann schauen muss, okay, schickt die Leute doch von, oder lasst sie von zu Hause arbeiten, wenn es denn die Möglichkeit ist. In dem Moment sind sie halt zu Hause und fahren nicht die 15 Kilometer mit dem Auto ins Geschäft. Und das sind halt auch so Dinge, wo man dann wirklich ansetzen muss und sagen muss, okay, hier können wir auch weiter ausbauen, genau. Und die zweite Frage war das mit dem Benzinpreis, ne? Genau. Also ich sage es mal so, da ist es auch dementsprechend meiner Meinung nach absolut wichtig, dass der ÖPNV so weit ausgebaut ist, sodass sich dann jeder auch fortbewegen kann, wie er es möchte. Weil es kann nicht sein, dass wenn wir jetzt hier eine alleinerziehende Mutter, die jetzt hier einen 20 Jahre alten Renault Twingo hat, sich gerade so über Wasser halten kann, gerade so ihre Versicherung, ihre Steuern zahlen kann und dieses Auto eben in dem Moment braucht, dass die jetzt dann hier umsteigen muss auf teure ÖPNV oder wie auch immer, das darf nicht passieren. Das heißt, wir müssen von Anfang an ansetzen, wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Verkehrsmittel, die öffentlichen Verkehrsmittel so weit ausgebaut werden und nach unserer Forderung auch umsonst sind, kostenfrei für die Bevölkerung, sodass wir da ansetzen müssen, sodass alle dann fortkommen. Weil wenn man sich dann irgendwann mal als Geringverdiener, sage ich jetzt mal, den Sprit nicht mehr leisten kann und nicht mehr vom Fleck kommt und so vielleicht auch seine Arbeitsstelle verliert oder wie auch immer, das in die Region dürfen wir nicht kommen, weil wir müssen wirklich aufpassen, dass wir alle in diesen Klimawandel beziehungsweise in die Bekämpfung des Klimawandels mitnehmen. Und es darf keiner zurückgelassen werden. Perfektes Timing. Jetzt gebe ich noch das Wort an Martina. Und Martina hat auch die extra Minute gewonnen, weil sie 7 Minuten insgesamt addiert, sich aufgespart hat. Das heißt, hast du jetzt insgesamt 10 Minuten, um zu sprechen. Und danach noch schnell die Schlussworte alle anderen, weil wir haben nur noch bis 10 vor Zeit. Also die Frage Reduzierung der Privat-Pkw. Ganz klar, wie vorher schon dargestellt, wir müssen es auch möglich machen. Und das war ja dieses, was ich beim ÖPNV nochmal ausgeführt habe. Wie könnte sowas gehen und wie kriegen wir es auch im ländlichen Raum hin? Weil wir sind hier im ländlichen Raum. Was ich ganz, ganz wichtig finde in diesem Bereich, und das wurde mir da auch bei dieser Veranstaltung zum Thema Mobilitätswende nochmal bewusst, wir müssen Vorbild sein. Es müssen mehr Vorbilder sein, dass man zeigt, es geht auch. Also dieses Thema Carsharing, dieses Thema Mitfahrgemeinschaften, Gesellschaften. Ich selber habe seit 2014 kein eigenes Auto mehr, sondern gehe entweder zu Fuß mit dem Fahrrad, ÖPNV, oder nutze das Carsharing-Auto oder aber fahre mit anderen mit und es geht. Klar, muss man dazu sagen, ich wohne in Schwäbisch Gmünd und nehme es leichter wie jetzt für den Christian aus Ruppertshofen, weil es einfach so ist, das Carsharing-Auto steht wahrscheinlich noch nicht in Ruppertshofen, aber ich bin auch schon im Gespräch, weil mir das ein großes Anliegen ist und das Autohaus oder es gibt verschiedene, die das auch gerne weiter ausbauen würden, aber es muss genutzt werden. Also sonst steht so ein Auto dort und kostet nur Geld. Also da setze ich auf Anreize, da setze ich auf Vorbild. Ups, du bist stumm. Warum auch immer. Nein. Irgendwann wurde ich stumm geschaltet. Was habt ihr denn gehört? Gar nichts? Dass du auf Vorbilder setzt. Ja, also hier setze ich ganz besonders dann auf die Vorbilder. Was den Benzinpreis angeht, da sehe ich es auch so, dass es hier auch Anreize geben soll und nicht jetzt das über den Preis beim Benzin an erster Stelle läuft. Zum Beispiel finde ich es ganz toll, ich höre das immer mehr, seit es jetzt flächendeckend im Ostalbkreis das 1-Euro-Ticket am Wochenende gibt, gehen ganz viele per Bus zum Markt und sagen, das ist richtig klasse. Und außerdem kann man dann vielleicht auch noch ein bisschen in der Stadt bleiben und man bleibt noch länger und das ist gar kein Thema. Also das habe ich jetzt wirklich schon sehr oft gehört, wenn dieses Angebot besteht. Man muss keine Parkgebühren zahlen im Parkhaus. Wir müssen die Anreize schaffen.
zu diesem Thema. So, jetzt hast du theoretisch noch ein bisschen extra Zeit, aber wir müssen uns wirklich sehr, sehr ranhalten, dass wir für jeden noch eine Minute als Schlusswort bekommen. Ja, ich möchte, aber dann können wir das ja vielleicht dann auch noch als mein Schlusswort vielleicht machen, oder ihr habt da eine Frage. Bei mir ist noch eine Frage aus dem Chat, die sich als Schlusswort eignet, und zwar ganz einfach, warum man genau eure Partei wählen soll, um sich fürs Klima einzusetzen. Das ist eine perfekte Frage zum Schluss. Dann beginnst du und dann die andere schnell durch, nein, und dann sind wir fertig. Also ich beginne jetzt schon noch mit diesem, was ich dachte nur, wenn jetzt keine Frage wäre. Also ich möchte schon noch, mir ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass das der Kern ist, was wir hinkriegen müssen, dass jedes Handeln von Thema Umwelt, Klima und Naturschutz bestimmt wird. Und wir müssen zeigen, dass es geht, wie es geht, verständlich geht und dass es die Leute mitnimmt. Und damit uns das gelingt, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt notwendig. Der ist die Ausgangsbasis, dass wir diese Herausforderungen stemmen. Und das ist für mich ein ganz, 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 ganz großer Bereich, den ich weiterentwickeln will, wo ich gucken will, wie kommen wir anders zusammen? Was gibt es für Begegnungsformate? Ich habe ja mal einmal an manchen Stellen schon gesagt, ich stelle mir da ein grünes öffentliches Wohnzimmer vor, wo man mit den Menschen dauerhaft in Kontakt kommt. Und außerdem ist nochmal das wichtige Thema, wo wir auch ansetzen müssen, die Bildung. Die frühe und nachhaltige Bildung bei Kindern und auch, wir hatten es vorher bei dem Thema Qualifizierung, die Bildung der aller Generationen, auch was das Thema Arbeit angeht. Und dann noch als letztes, ganz, 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 ganz wichtig, die Einbeziehung der Jugend, die Einbeziehung von euch. Es ist eure Zukunft, die in der Regel ohne euch verhandelt wird. Und das kann und darf nicht sein. Und je mehr die Einbeziehung stattfindet, desto mehr, denke ich, wird es auch in die richtige Richtung gehen, dass eure Ideen, eure Erfahrungen, eure Anregungen berücksichtigt werden und wir da zusammen wirklich was schaffen können, wo für uns alle lebenswert ist und wir auch dann gerne machen. So viel zu dem. Danke. Perfekt. Jetzt gebe ich schnell weiter an den Christian. So, ja, eigentlich ganz kurz und knapp. Wählt die Linke in den Landtag, weil wir sind konsequent, wir sind unbestechlich und wir machen wirklich sozial-ökologische Politik. Mit uns wir werden eine sehr große Bereicherung für den Landtag und wir sind so kurz davor, es reinzuschaffen. Deswegen der Appell für euch alle, schafft eine Mehrheit links der Mitte und dafür muss die Linke in den Landtag. Und das am 14. März, bitte alle die Linke wählen. So, jetzt ein Statement von Jakob. Ja, also wer bessere Klimapolitik will, der kriegt sie mit der SPD in der nächsten Regierung. Die Linke brauchen wir dazu nicht. Ich bin dankbar, in meinem Team sind Leute von Fridays for Futures mit engagiert. Ich habe da immer einen engen Kontakt gehalten, der ist mir wichtig und das sage ich zu. Falls ich dieses Zweitmandat hier im Wahlkreis hole, dann möchte ich das fortsetzen. Und Klimapolitik mit der SPD, das heißt, dass der handlungsfähige Staat eben investiert in Mobilität, in erneuerbare Energien, in die Bahn ganz konkret. Und wer den Weg mit uns mitgehen möchte, der wählt am besten am 14. März die SPD. Und ich würde mich über das Vertrauen freuen, wenn man mir das hier im Wahlkreis ausspricht. So, vielen Dank auch an dich, Jakob. Und jetzt noch an Martin. Ja, ja, natürlich rufe ich dazu auf, uns die Klimaliste zu wählen und darauf, dass auch möglichst viele Stimmen aus dem Ostalbkreis uns als Fraktion dazu verhelfen, ja, Fraktion im Landtag zu werden mit 5% und dass wir dann ja, so manche klimapolitische Sackgasse der anderen Parteien verhindern werden. Und ja, noch einen kleinen Tipp, falls der Christian das nicht kennt. Laut Carsharing-Anbieter gibt es in Ruppertshofen das Dorfauto Ruppertshofen, Dorf U, also habe ich jetzt auch nur nachgeschaut,
wo ein stationsgebundenes Carsharing-Auto und Verbrennungsmotor, also aber immerhin gemeinsam genutztes Auto, falls du es noch nicht ausprobiert hast, sehr gerne mal ausprobieren. Und noch was Regionales, ja, Bodensee-Äpfel sind lecker, aber noch leckerer finde ich Welland-Äpfel, noch regionaler, ist einfach, schmeckt einfach gut. Genau. So, dann haben wir eine Punktlandung gelandet, der wirklich das Streaming gleich endet. Danke euch allen, dass ihr da wart, dass ihr mit uns gesprochen habt, euch präsentiert habt. Ich bin gespannt auf die Wahl, was für ein Bündnis wir erreichen. Empfehle allen, die hier zugeschaut haben, auch das Video von gestern aus dem Wahlkreis Aalen, teilt es mit FreundInnen. Und dann sehen wir uns am 14. an der Wahl, ohne persönlich, aber theoretisch. Also wäre ich fürs Klima. Schön, dass ihr da wart und macht's gut.